Heute erzähle ich euch die Wahrheit über China-Bikes und warum es anders ist, als wir alle denken. Und ich hätte gesagt, los geht's! Grüß euch, mein Name ist Tom und das ist motochecker.at, die Motorradvergleichsplattform im Internet. Und heute das Thema China-Bikes und das, warum es nicht mehr so ist, wie wir alle da draußen denken. Als allererstes möchte ich das Thema aufgreifen, warum ich es überhaupt aufgreife, und das war die CF-Moto-Präsentation. Wir waren dort und haben uns alle CF-Modelle angeschaut und haben mal geschaut, was ist da eigentlich drin und woher kommt das eigentlich? CF-Moto ist grundsätzlich mal eine chinesische Motorradmarke, die in China massenhaft Motorräder baut. Aber, und das ist ganz wichtig, sie baut auch massenhaft europäische Motorräder, wie unter anderem die KTM 97 Adventure. Und in den Kommentaren von CF Moto ging es ab wie eine Rakete auf verschiedenen Kanälen, auch bei uns auf Instagram und Co. Und da wird oftmals behauptet, ey, ein China-Bike, so ein Scheiß, das kaufe ich nicht, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Doch jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die Zeiten haben sich massiv verändert. Die Motorradhersteller haben sich auch massiv verändert. Und China-Bikes gibt es in der Form eigentlich nicht mehr. Warum? Ganz einfach gesagt, Globalisierung der Erde. Viele große Unternehmen werden immer größer, bauen immer mehr Modelle und um Kosten zu sparen und um günstige Fahrzeuge zu bauen, lagern sie ihre Produktion größtenteils aus. Das passiert mit den günstigen Motorrädern. Dass kleinere Teile und Komponenten sowieso immer schon aus China und Umgebung kamen, wie Chips und Co., das sei mal dahingestellt. Aber ich meine jetzt komplette Motorräder. Angefangen zum Beispiel vor Jahren bei BMW. Die BMW G310 ist ein klassischer Fall, dass kein deutsches Produkt ist im Endeffekt, sondern ein Produkt ist, was aus Fernost kommt, was aber unter der Marke BMW verkauft wird, seit Jahren. Und so ist es auch, muss man ganz klar sagen, bei anderen Herstellern. Wenn man sich jetzt zum Beispiel KTM als Beispiel hernimmt, die bauen ja auch extrem viele Motorräder in der kleinen Kubaturenklasse, 125er, Super Duke, Adventure Motorräder, all das. Und viele dieser Motorräder werden nur noch zum Teil in Mattighofen gebaut, sondern in Taiwan, in Thailand oder auch in Indien werden ganz, ganz viele KTM-Modelle gebaut, die dann nach Europa oder in die restliche Welt verschifft werden. Was bedeutet das für uns? Dass grundsätzlich mal eins Qualitätssiegel, deutsche Wertarbeit oder österreichische oder europäische Wertarbeit im großen Kontext eigentlich keinen Mehrwert mehr hat. Denn viele Marken bauen eben in verschiedenen Ländern ihre Motorräder zusammen. Mittlerweile gibt es kaum mehr einen Hersteller, der alle Motorräder in Europa fertigt oder allgemein, der das Endassembling in Europa hat. Viele, viele Marken produzieren eben mittlerweile in Fernost ihre Motorräder. Qualitätsmerkmal ist im Endeffekt dann nur noch der Markenname, der dahinter steht. Das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen böse wirken, dass ich das jetzt so klar und deutlich sage. Und vielleicht der ein oder andere sagt, na, das stimmt ja nicht, aber alle Motorräder, die sind ja viel qualitativ hochwertiger und Chinesen oder was auch immer können ja gar keine Motorräder bauen. Auch da muss ich schlicht und ergreifend dir persönlich widersprechen. Denn ganz klar ist eins, die Technologien, die wir als Europäer für unsere Technologie halten, die sind immer mehr in Fernost auch angekommen. Ich möchte da nur ein Thema aufreißen im Großen und Ganzen und das sind Chips, die in eure Motorräder eingebaut werden. Taiwan und China, die Technologieriesen auf dem Chipmarkt. Taiwan ist eine der 90%, glaube ich, der Chips kommen nur aus Taiwan in die ganze Welt. Und jedes Motorrad, das ihr da draußen kauft, kommt massiv mit Chips daher heutzutage. Wir reden da von ABS-Modulen, Bordcomputern, Sonden und vieles mehr, die alles einen Bordcomputer brauchen oder mehrere Computer brauchen in eurem Motorrad, die sozusagen euer Motorrad dann bedienen. Also was zur Hölle soll diese Kommentiererei von China-Bikes? Das möchte ich auch in diesem Punkt einmal aufschlüsseln. Grundsätzlich ist es nämlich so, dass viele Leute noch immer glauben, CF Moto, QJ Motors sind chinesische Motorräder, die taugen nichts, die braucht niemand und faktisch sind die unnötig, sagen sehr, sehr viele da draußen in den YouTube-Kommentaren. Und ich bekomme für dieses Video kein Geld und ich bin mir sicher, dass nicht jeder mit diesem Video happy sein wird und es wird vielleicht auch ein bisschen polarisieren. Ich bin gespannt auf die Kommentare, die da drunter stehen werden. Denn eins ist auch klar, QJ Motors zum Beispiel, das ist eine Marke, die ganz klar chinesisch ist. Das hört man vom ersten Moment an. Doch wisst ihr eigentlich, dass diese Marke seit Jahren Benelli-Motorräder baut und das Benelli-Motorrad schlechthin in Italien eins der meistverkauften Motorräder in ihren Segmenten waren und Benelli richtig, richtig stark in Europa geworden ist, in manchen Ländern? Das sind chinesische Motorräder, die in der Marketingwahrnehmung bei uns, am Konsumenten, als
europäische, italienische Design-Ikonen wahrgenommen werden. Es ist ja alles schön und gut und leiwand, aber die Realität ist faktisch, dass das chinesische Motorräder sind. Und warum QJ jetzt gesagt hat, naja, wir gehen nach Europa mit unserer Eigenmarke, ist ganz klar. Denkt einmal zurück an die Zeiten, vor denen Honda berühmt war. Honda ist eine japanische Marke. Suzuki ist eine japanische Marke, die aus Fernost, aus dem asiatischen Raum, wie auch immer man nennen möchte, kommt. Und diese Marken waren zu gewissen Zeitpunkten echt ziemlich unbeliebt. Sie haben Zeit gebraucht, bis sie sich in Europa etablieren konnten. Mit japanischen Marken verbindet man Langlebigkeit, man verbindet Zuverlässigkeit, man verbindet auch eine gewisse Einfachheit in der Bedienung und vor allem, was man vielleicht auch damit noch verbindet, ist, das ist halt einfach wirklich top of the top. Warum? Naja, ich kann es euch ganz einfach sagen. Die letzten 20 Jahre wurde da massiv viel Marketing investiert, dass diese Motorräder so wahrgenommen werden bei uns in Europa. Ein anderes kleines Thema, was da auch mit reinspielt, ist zum Beispiel Akrapovic. Wer hätte gedacht, dass dieser Name mal komplett viral ist und jeder auf dieser fucking Motorradwelt diesen Akrapovic kennt? Eine kleine Firma aus Slowenien, weltweit groß und niemand hätte diese Firma kommen sehen. In den Zeiten, wo Auspuffhersteller sozusagen begonnen haben, immer mehr zu machen, hat Akrapovic eins gezeigt. Leistung. Sie haben wirklich Leistung gebracht. Und ich habe mit dem ehemaligen österreichischen Importeur lange Zeit darüber gesprochen, wie das eigentlich zustande kam. Und dann kam heraus, naja, das war einfach hauptsächlich, andere Hersteller haben keine Leistung gezeigt und Akrapovic konnte sich deshalb mit der besseren Leistung durchsetzen, auch mit einem komischen Namen. Also, was sind jetzt eigentlich China-Bikes und kann man die aktuell schon kaufen? Oder wird man die in Zukunft erst kaufen können? Ich bin ganz klar einer Meinung. China-Bikes in der Form gibt es nicht mehr. Es gibt aber chinesische Hersteller, die eine Zielgruppe ansprechen wollen. Und ich befürchte, wir Europäer sind nicht mehr die Zielgruppe, sondern der asiatische, amerikanische oder auch der weltweite Markt steht viel mehr im Fokus als wir kleine Popel-Europäer. Wir sind nicht der Mittelpunkt der Erde und dementsprechend hat sich auch der Fokus vieler Hersteller aus China verändert, weil sie Millionen von Einheiten in anderen Ländern verkaufen können und der europäische Markt im Endeffekt der Prestigemarkt ist, wo alle sozusagen die Highlight-Bikes sehen wollen, wo sie auf den spanischen Straßen die Bilder haben wollen, aber wirklich die Zielgruppe sind wir Europäer nicht mehr. Das sieht man auch ganz klar bei den CF-Moto-Motorrädern. Die sind ganz klar weltweit gesehen. Die sind nicht auf den europäischen, entspannten Typen ausgerichtet, der extrem hohe Qualitätsstandards gewohnt ist von allen Herstellern. Der ist einfach schlicht und ergreifend zu verwöhnt von vielen Marken geworden. Aber wo verdammt nochmal wollen die eigentlich hin? Aus meiner Sicht gibt es nur eine Richtung für einen chinesischen Hersteller und das ist der Angriff auf japanische Hersteller. Qualität, Siegel und Masse und Preisdruck, das sind das, was die Japaner früher gemacht haben, was die chinesischen Hersteller nun nachgehen wollen. Den Weg über Preis und Qualität. Und deswegen sind chinesische Hersteller in der Zukunft für Leute mit wenig Budget immer wichtiger und relevanter, weil die Qualität der Motorräder auch immer weiter steigt. Von Generation zu Generation zu Generation. Um den Ist-Stand markenübergreifend zu beschreiben von chinesischen Herstellern ist das, grundsätzlich mal haben sie extrem viel Know-how bereits auf dem Motorradmarkt. Aber sie machen schlicht und ergreifend noch einige kleinere Fehler, die für den europäischen Käufer effektiv echte Breaker sind, die manchmal nicht geil sind. Zum Beispiel, dass die Fußrastenanlage manchmal zu weit herunten ist und wir auf unseren europäischen Straßen schlicht und ergreifend mehr Schräglage fahren als chinesische Fahrer. Auch nicht zu vernachlässigen ist der Kniewinkel bei chinesischen Motorrädern, der ist oftmals noch nicht auf dem Niveau, was ein Europäer an Körpergröße hat. Das kann aber auf der anderen Seite auch wieder Vorteile bringen, zum Beispiel für Leute, die etwas kleiner sind, die sind mit chinesischen Herstellern oftmals viel besser bedient als mit europäischen oder japanischen Herstellern. Und ich, dummer Bub aus Österreich, stelle jetzt eine Behauptung auf. Die chinesischen Hersteller werden sich wegentwickeln von diesem kleinen Kubaturraum. Man sieht es ja, 125 Kubik sind mega und viele Leute da draußen feiern es einfach. Doch ganz klar ist auch eins, CF Moto zeigt es, andere Hersteller zeigen es, mit Lizenzmotoren gehen sie massiv in die höheren Kubaturenklassen. Gerade aber auch Neuentwicklungen wie AG Vierzylinder und Co. sind als Konzepte schon beim Messen vorgestellt worden und wir müssen uns wirklich Gedanken machen, ob chinesische Hersteller nicht in der Zukunft
viele andere Bereiche abdecken können, die europäische oder japanische Hersteller nicht abdecken können. Ich glaube, chinesische Hersteller sind gekommen, um zu bleiben und nicht gekommen, um zu gehen. Und in 5, 6 oder 10 Jahren werden wir chinesische Hersteller nicht mehr als Problem sehen, sondern als echte Option sehen für uns als Alternative. Ich möchte da auch nochmal eins erwähnen. Das erste richtig erfolgreiche Social Media, was aktuell alle Charts stürmt, ist TikTok und es kommt aus China. Dementsprechend bin ich der Meinung, wir sollten Vorurteile abbauen und sollten nicht mehr darüber nachdenken, woher kommt das Motorrad, sondern was kann das Motorrad? Globalisierte Welt hat Produktionsprozesse massiv vereinfacht und hat Produktionsprozesse in die ganze Welt gebracht. Qualitätsunterschiede sind oftmals nur noch marginal und wenn sie richtig gravierend sind, dann merkt man es oftmals schon am Preisschild. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, wo sich das hinentwickelt, aber meine Prophezeiung ist eben, chinesische Hersteller sind auf dem Weg nach vorne und nicht mehr auf dem Rückzugskurs. Und vor allem, sie sind keine Copycats mehr, die einfach alles schlicht und ergreifend kopieren. Ich bin richtig gespannt, wie sich das entwickelt und freue mich auf eure Kommentare und eure Diskussion, was ihr davon haltet. Wie seht ihr chinesische Hersteller? Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert den Kanal kostenlos. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und bitte euch!